Die Priorität in einer Patchwork-Familie ist es erst einmal die Paarbeziehung. Weil die Paarbeziehung praktisch den Boden vorbereitet, damit die Kinder dort durchwachsen können. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Elternweb2go-Talk, der sich ganz um das Thema Patchwork-Familien dreht. Ich habe dazu als Expertin Petra Bieber eingeladen. Sie arbeitet einerseits in ihrer Praxis in Salzburg mit Menschen zu unterschiedlichen Beziehungsthemen und legt dabei den Fokus auf Selbstfürsorge. Sie ist außerdem Referentin in der Gesundheitsprävention und sie ist als Sexualpädagogin in der Jugendarbeit tätig. Einer ihrer Schwerpunkte bei allen Zielgruppen sind Patchwork-Familien. Hallo, liebe Petra, vielen Dank für deine Bereitschaft zu diesem Gespräch heute. Ich habe dich schon kurz vorgestellt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass du selbst auch in einer Patchwork-Familie lebst und gleichzeitig auch zu diesem Thema berätst, und zwar ganz unterschiedliche Zielgruppen, also Paare, Frauen und auch Jugendliche, die das also aus verschiedenen Winkeln beobachten können. Was würdest du sagen, es gibt verschiedene Phasen, in denen sich eine Patchwork-Familie entwickelt? Wie würdest du die grob umschreiben? Ja, erst einmal herzlichen Dank, Katrin, dass ich da bei dir sein darf und dass wir das Gespräch in Bezug auf Patchwork-Familien führen. Dankeschön. Ja, die Frage, was für verschiedene Phasen durchlaufen Patchwork-Familien, da gibt es natürlich einige, die sehr tiefgreifend sind, sage ich jetzt einmal. Man muss sich vorstellen, dass die Familienmitglieder, die in dieser neuen Familie sind, natürlich unterschiedliche Lebenswelten haben und unterschiedliche Charaktere sind und die Abschiedsphase aus der Kernfamilie natürlich deswegen genauso unterschiedlich. Das heißt, bei Kindern ist es so, natürlich auch altersentsprechend, dass sie manche Kinder sehr leicht auf neue Beziehungen von den Eltern einlassen können und andere wiederum hängen nur sehr an der Kernfamilie. Also diese Abschiedsphasen sind sehr unterschiedlich. Ja. Und die Menschen natürlich auch, die in dieser neuen Familie sind. Was aber wirklich alle dieser Mitglieder der neuen Familie gemeinsam haben, ist, dass sie alle eine Trennung erlebt haben. Und darum geht es schon ein Stück, in der ersten Phase auch anzuerkennen, dass eben jeder mit Trennung, mit Scheidung und dieser Erfahrung auch sehr individuell und unterschiedlich umgeht. Und das auch als Elternteil anzuerkennen, dass eben Kinder in einem eigenen Rhythmus, in einem bestimmten Alter reagieren oder nicht reagieren, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor in der neuen Phase, wo sich die Familie bildet. Was schon auch nur dazu kommt, ist, wann dann so Teilfamilien praktisch entstanden sind, also bevor man einen neuen Partner oder eine neue Partnerin kennenlernt, dann ist es oft so, dass die Mutter vielleicht traurig ist, dass der Sohn jetzt da den Papa nicht mehr so oft sehen kann oder vielleicht nicht mehr so diese Beziehung aufrecht ist. Und versucht ihn dann vielleicht sogar zu verwöhnen. Ja, und sagen, ja, und jetzt muss ich mich ganz speziell um das Kind kümmern, weil eben da ein Verlust auf einer gewissen Ebene stattgefunden hat. Was da dann schwierig oft ist, in solchen, sage ich mal, Teilsystemen, ist, dass dann vielleicht der neunjährige Bub, sage ich jetzt einmal, sagt, na ja, dann darf ich mich zu dir ins Bett legen. Okay. Ja, und vielleicht ist er am Anfang krank und dann nimmt man ihn zu sich ins Bett und irgendwann nimmt es eine gewisse Normalität an und dann liegt er praktisch im elterlichen Bett und dann lernt die Mutti halt an Mann kennen, ja, und verliebt sich und hat das Gefühl, das ist potenziell für eine Beziehung passend
Und dann kommt er und dann sagt der Kleine, ja, aber wo schlafst denn du? Ja, in welchem Bett liegst du? Also und da liegt oft eine Schwierigkeit drinnen, weil was da passiert ist, ist praktisch, da hat systemisch gedacht ein Upgrade stattgefunden zwischen dem Sohn und der Mutter. Ja? Und dann kommt es natürlich zu Konflikten bleiben. Das sind so die Phasen, da war es natürlich super gescheit, wenn die Mutter also diese Ebenen berichtigt oder begradigt, wenn man das jetzt so sagen kann, damit der Platz neben ihr auch wirklich für einen Partner frei wird. Mhm. Weil der Konflikt ist vorprogrammiert. Mhm. Also was du jetzt sagst, ist eigentlich, dass diese Phasen der Entstehung einer neuen Patchwork-Familie schon beginnen, bevor die eigentlich am Horizont noch zu erkennen ist. Also du hast jetzt diese Trennung beschrieben oder diese Zeit kurz nach einer Trennung und dann die Dinge, die dann passieren können, bevor überhaupt eine neue Familie entsteht. Das heißt, die Wurzeln, das ist wie bei einem Baum, ne? Es ist so dieser Samen oder die Wurzeln sind unter der Erde und noch gar nicht sichtbar. Aber man kann, wenn ich es richtig verstehe, da das schon mitdenken. Genau, und das wäre auch ganz wichtig, auch zu schauen, dass die Ebenen einfach die richtigen sind. Ja? Weil was natürlich auch systemisch passieren kann, ist, wann jetzt die Mutter die Kinder erzieht, ja, und der Vater ist weg, ja, ist vielleicht überhaupt nicht mehr so gut greifbar. Also diese Variante gibt es ja auch. Es gibt ja nicht nur die Variante, dass man sagt, okay, die Eltern kümmern sie gleichwertig um die Kinder, sondern es kann auch sein, dass das nicht so ist, ja, und dass der Vater oder auch die Mutter, ja, jetzt das für beide, natürlich vielleicht nicht mehr so präsent sind im Leben der Kinder. Und dann passiert es schon immer wieder mal, dass da der Sohn zum Beispiel, ja, ich muss die Mutti dort unterstützen und rutscht praktisch auch an die Stelle des Vaters. Ja, also ich muss da jetzt unterstützen, der Mutter zur Seite stehen. Ja. Bei den Mädchen ist es oft einmal so, was man erlebt, dass es dann so diese Position der Freundin kriegt, ja, zu der Mutter. Und das ist beides nicht gesund für das Kind. Ja, also das Kind kriegt praktisch eine Verantwortung, die es ihr viel zu schwer ist, ja, und wird natürlich dann auch überhöht. Aufgrund dieser Position, Entscheidungen werden miteinander getroffen, es richtet sich dann ganz viel nach dem Kind, es werden keine Grenzen, keine Regeln, keine Rahmen mehr irgendwie vereinbart, nachdem sie dieser Jugendliche oder dieses Kind richten kann. Das ist für Kinder immer schwierig und natürlich überfordernd. Ist eine logische Überforderung, ja, wenn man zuhört. Mhm. Genau. Die Eltern sollten das im Blick haben. Sagen, okay, ich bin der Erwachsene, ich bin der Elternteil, ich bin zuständig verantwortlich für meine Kinder und natürlich auch für die Rahmenbedingungen. Ja. Wann dann einmal ein neuer Partner kommt, ja, also das wäre dann jetzt die Vorarbeit, wie du gesagt hast, ja, wann dann ein neuer Partner kommt, dann sind diese Ebenen zumindest geklärt. Ja. Dann ist eh noch immer genug sage ich jetzt einmal, Potenzial für Reibung und Konflikt vorhanden, wann ein neuer Partner oder eine neue Partnerin in die Beziehung kommt, die ja doch eingespielt ist, sage ich jetzt einmal, mit Ritualen, mit Traditionen, dass man sie über Jahre auch erarbeitet hat. Und dann kommt ein neuer Mensch dazu in die Familie. Und natürlich ändert sich dann was, weil der hat ja das Gleiche. Also der hat ja auch seine Traditionen, seine eigenen Rituale, wie er sein Leben gestalten will, seine Werte, wie er mit den Kindern, wie er seine Kinder erzieht. Also da kommen dann wirklich zwei Familien zusammen und das Ziel sollte sein, diese beiden Familien praktisch zu verbinden. Ja, und eine neue Form des Familienlebens anzuentwickeln. Bleiben wir noch kurz bei dieser Frühphase, weil ja, es gibt ja da schon unzählige mögliche Varianten. Also es können ja, wenn die Eltern sich trennen, weil also ich rede jetzt von der Phase nach der Trennung, so wie du sagst, der Vater kann noch auf der Bildfläche sein oder nicht mehr. Es kann auch die Mutter theoretisch noch auf der Bildfläche sein, ja, oder nicht mehr. Ja. Es können Söhne und Töchter sein und beides oder nur eines oder Einzelkinder und mehrere Kinder. Also da
da gibt es ja schon ganz viele Möglichkeiten. Unterschiedliche Arten natürlich auch. Genau, plus die Persönlichkeiten dazu. Das Einzige, was sie halt alle gleich haben, ist, dass es diese Paarebene irgendwann mal gab, in den allermeisten Fällen, und man von der jetzt auf die Elternebene den Spagat schaffen muss. Also das ist die eine Aufgabe, die ja in 99% der Fälle zu lösen ist. Wie kann das gelingen? Also da muss man wieder einen Schritt eigentlich zurückgehen, weil wir wissen ja schon, dass wenn eine Beziehung zu Ende geht, dass das nicht von heute auf morgen ist, sondern das ist ja in den meisten Fällen eine Geschichte oder ein Konfliktpotenzial, das sie in der Beziehung aufgebaut hat, die vielleicht sie immer wieder mal lösen hat lassen, aber irgendwann oft die Eltern mit an den Punkt kommen, wo sie sagen, so und jetzt geht es nicht mehr. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ja. Das Optimalste wäre natürlich, ja, wenn die Eltern die Konflikte, die Verletzungen, die in der Beziehung passiert sind, zu lösen und aus der Trennung herausgehen und sagen, okay, wir sind jetzt Eltern, das werden wir immer sein, wir haben jetzt keine Beziehung mehr miteinander, aber wir sind beides Vater und Mutter und wir wollen uns so optimal, wie es uns möglich ist, ja, um die Kinder kümmern. Wann natürlich diese Konfliktpotenziale nicht erlöst sind, so wie jetzt einmal, oder nur nicht in der Heilung sind, ja, weil eben unterschiedliche Verletzungen passiert sind, dann ist das natürlich ein schwieriges Unterfangen, weil sobald die Eltern in Kontakt sind über das Kind, ja, fahren natürlich diese Konflikte mit hoch. Ja, und wir wissen, dass die oftmals auch über die Kinder ausgelebt werden. Also da sind Kinder dann oft wirklich so die Leidtragenden, sage ich jetzt einmal, weil es auf der Beziehungsebene von den Erwachsenen noch nicht gelöst ist. Da ist es immer hilfreich, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich da auch Hilfe zu holen. Ja. Das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der da selber mit dem Partner lebt. Genau. Also Hilfe holen, spielt der Zeitfaktor da auch eine Rolle? Kann man davon ausgehen, dass man einen kühleren Kopf kriegt irgendwann? Sicherlich. Also am Anfang, es ist, wie gesagt, sehr individuell, weil es sind ja zwei sehr individuelle Menschen, die aufeinandertreten, ja, die unterschiedlich die Verletzung auch empfinden. Ja? Und Zeit ist natürlich immer ein Faktor, der da hilfreich ist, um sage ich mal, das auch ein bisschen abkühlen zu lassen und dann vielleicht ein bisschen aus der Distanz auch nur mehr drauf zu schauen und sagen, okay, was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel? Wir haben uns irgendwann entschieden, miteinander zu leben. Wir haben irgendwann ein Kind miteinander großgezogen. Und wir sollten schauen, dass wir das als Eltern weiterführen können im Sinne der Kinder. Ja, weil das ist erwachsenes Denken. Ja. Als Erwachsener zu sagen, okay, schauen wir, es ist sowieso schon eine schwierige Situation für das Kind, eine Trennung mitzuerleben. Versuchen wir wenigstens die Scherben so gering wie möglich zu halten. Und wichtig ist ja schon für Kinder, dass sie das Gefühl haben, für beide Eltern mögen zu dürfen und beide Eltern gleichwertig sehen zu können. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, ist für Kinder und Jugendliche. Mhm. Ja. Was dann schon so diese Neubildungsphase, sagen wir jetzt einmal, da ist ja ein ganz großer Wunsch auch drinnen. Ja, also jetzt habe ich da einen neuen Partner, jetzt habe ich da nur mehr die Liebe erlebt, jetzt entscheide ich mich nur mehr für gemeinsames Leben miteinander, jeder mit seinem Rucksack, den er natürlich oben hat und dem Gepäck, das er mit hat aus seiner Vergangenheit, nicht nur aus der Kernfamilie, sondern auch aus der Herkunftsfamilie, ja, also dort, wo man selber auch gewachsen ist, ja, das sind ja auch Themen drinnen. Also das ist ein ganz vielschichtiger Bereich eigentlich. Aber was da oft so greift, ist der Wunsch, und jetzt machen wir einfach, jetzt machen wir es besser. Wir machen es besser und so gut es wird, perfekt. Ja? Und das ist dann schon oft ein Stress und eine Belastung, auch für diese junge Beziehung, ja? Weil einfach viele Faktoren mit einer spielen. Ja? Und da ein bisschen die Luft auszunehmen und sagen, okay, wir müssen uns da jetzt neu arrangieren, wir müssen jetzt schauen, was
brauchen diese unterschiedlichen Menschen in diesem neuen System. Jeder braucht unterschiedlich lang Zeit und hat eine unterschiedliche Toleranzgrenze und kann sie unterschiedlich gut mitteilen. Ja? Also nicht jeder kann das sagen, was er fühlt und was er denkt. Ja? Vielleicht, weil er es nicht traut oder wieder, weil er es nicht gelernt hat. Also da sind so viele feine Nuancen drinnen, wie man dann eigentlich im alltäglichen Leben, glaube ich, eh ganz gut spielen kann. Ja? Also sich zu verabschieden von diesem, jetzt wird alles perfekt, ich glaube, das ist ein erster guter Schritt, um da ein bisschen Druck auszunehmen. Das ist also so der erste klassische Stolperstein, zu sagen, jetzt habe ich es einmal nicht so hingekriegt, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, aber jetzt, beim zweiten Mal, beim zweiten Versuch oder beim dritten Versuch, da muss es jetzt funktionieren. Genau. Was sind noch Stolpersteine, klassische? Also klassische Stolpersteine sind dann, also wann dann der neue Partner im Leben ist und die Kinder dann natürlich auch zu reagieren anfangen, logischerweise, unterschiedlich natürlich nach dem Alter, ist, also ich kann nur raten, wenn ein neuer Partner oder Partnerin dazukommt, im ersten Jahr nicht zu versuchen, die Kinder da erzieherisch zu erziehen. Das ist ein ganz ein wichtiger... Die Kinder vom anderen. Vom anderen Partner. Zu sagen, so, jetzt bin ich da, jetzt bin ich so, jetzt stehe ich auch an der Position des Mannes oder der Frau, also sprich in der Rolle des Vaters oder der Mutter. Ja? Weil es ist ja nur der Platz, weil die Kinder haben ja Vater und Mutter, sage ich mal, im Regelfall. Kann natürlich auch sein, dass da Tod irgendwie Thema war, aber im Regelfall. Also nicht zu versuchen, erzieherisch auf die Kinder der anderen des Partners einzuwirken. Weil da ist aufgelegt der super Satz, also du hast mir nichts zu sagen, weil du bist ja nicht mehr Elternteil. Ja? Also ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, sie vielleicht einmal in der ersten Zeit sich ein bisschen zurückzuhalten, zu schauen, was braucht es in dieser Familie, aber im Wesentlichen mit dem neuen Partner oder der Partnerin ins Gespräch gehen, zu sagen, wie stellen wir uns unsere neue Familie vor, was können wir Rahmen bieten, dass die Kinder sie in diesen Rahmen ganz klar bewegen können. Also das ist Sache der Eltern oder der Patchwork-Familie, nicht der Eltern. Mhm. Es hört sich immer ein bisschen komisch an, aber die Priorität in einer Patchwork-Familie ist als erstes einmal die Paarbeziehung. Weil die Paarbeziehung praktisch den Boden vorbereitet, damit die Kinder da gut wachsen können. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und man muss natürlich auch immer schauen, dass man in der Beziehung da auch sich gemeinsam was erarbeitet. Und dass das Feuer sozusagen nicht ausgeht. Ja, also man muss da schon immer so ein Hölzelchen nachlegen und dass die Paarbeziehung oder die Liebesbeziehung eine schöne Beziehung sein kann, weil daraus entsteht wieder die Energie, im Verbund gut zu sein. Ja, und das mag den Kindern vielleicht am Anfang einmal nicht so gefallen, ja, aber wenn sie dieses neue Paar einig ist, und wenn die am gleichen Strang ziehen und wissen, wo es hingehen soll, ja, und auch die Bereitschaft haben, zu sagen, ja, da gehen wir jetzt miteinander durch. Wir wissen, das wird nicht einfach. Wir wissen, wir werden Gegenwind kriegen von den Kindern, vielleicht sogar von den Ex-Partnern, vielleicht sogar vom Umfeld. Ja. Aber wenn sich das Paar dafür entschieden hat, dann spüren das die Kinder auch. Weil dann, sobald ein Blau dazwischen passt, sage ich immer, spüren das die Kinder. Ja? Und dann kommt es natürlich zu Konflikten. Mhm. Das ist mit Sicherheit ein wesentlicher Punkt. Und natürlich auch, ja, in der Praxis natürlich auch immer wieder, also wenn die ehemaligen Partner oder Partnerinnen indirekt oder direkt praktisch ständiger Präsenz haben. Also dieses, da wird es auch oft schwierig. Also wichtig wäre, dass die biologischen Eltern einen guten Austausch haben, da waren wir jetzt wieder bei vorher, ja, wie wir zuerst gesagt haben, das aufzulösen,
zu schauen, was brauche ich, dass ich in die Elternebene wechseln kann. Aber da ist allen im System geholfen. Und da genügt ja oft ein minimaler Kontakt im Sinne der Kinder. Also das muss ja nicht, genau. Ist wahrscheinlich sogar besser. Ne, für die. Genau. Ich meine, es kommt ja immer darauf an, was für ein Modell man sich jetzt wählt, ja, in welchem Modell die Kinder jetzt groß werden sollen. Ja. Wir haben ja unterschiedliche mittlerweile, das Nestmodell, Wechselmodell, das Doppelresidenzmodell und eben die Rolle 2 Wochen, dass man die Kinder sehen kann. Also man muss sich das schon immer gut überlegen und anschauen, was für ein Modell ist für unsere Familie gut in dieser Phase, wo wir uns befinden. Weil wenn die Eltern die Konflikte noch nicht lösen haben können, dann ist ein Doppelresidenzmodell extrem schwierig, weil man da in einem guten Kontakt sein muss. Ja? Weil das Kind ist praktisch 50% da und die anderen 50% beim anderen Elternteil. Und da sollte der Austausch einfach gut funktionieren. Sonst ist Konflikt natürlich vorprogrammiert, so wie jetzt einmal. Was eins hätte ich, das wäre ja wichtig, zum Thema Schuldgefühle. Also Schuldgefühle von den Eltern, die halt das, ja, ich auch immer wieder, ja, wir haben es nicht geschafft, die Familie zu halten, wir haben da, was wir da unseren Kindern als Antrag haben, dass die das jetzt sie so mitmachen müssen und selber uns auch unsere Probleme haben. Und dann natürlich als Kompensat, sage ich jetzt einmal, zu diesen Schuldgefühlen, dann die Kinder überhäuft, ja, nicht nur mit Aufmerksamkeit, sondern vielleicht sogar mit Geschenken. Und da wird es auch ungesund. Weil wir wissen schon, dass Kinder natürlich, man hört es immer wieder, ja, wenn ein Elternteil einfach finanziell besser aufgestellt ist wie der andere Elternteil, dann tendenziell zieht es die Kinder dann oft einmal dorthin, wo die Wochenenden besser sind, wo die Urlaube schöner sind, wo einfach alles gekauft wird, was so das Herz begehrt der Kinder. Also da auch mal wirklich selber zu schauen als Elternteil, wofür, also mit den die Schuldgefühle auch wirklich nur mal konkreter anzuschauen und sagen, was kann ich machen, damit ich da in Frieden akkumulieren, ja, und das praktisch nicht über die Kinder kompensieren. Dass das nicht zu so einem Wettrüsten wird, dass dann. Genau, also da ist ja dann der nächste Wettkampf drinnen, ja, der Papa macht es besser, die Mama macht es besser und in der Mitte steht eigentlich das Kind, möchte beide Eltern sehen und dann sind wir schon beim Loyalitätskonflikt in Wahrheit, weil wenn sich Kinder für einen Elternteil entscheiden müssen, dann kann man sich vorstellen, was das für Zerreißprobe ist für ein Kind. Mhm. Ja. Loyalitätskonflikt ist häufig ein Thema bei Patchwork. Woran erkennt man, dass ein Kind mit einem Loyalitätskonflikt gerade kämpft, wenn es es nicht sagt? Also wie gesagt, ist auch sehr unterschiedlich, wie Kinder das äußern. Natürlich auch altersgemäß unterschiedlich. Aber es geht so weit, dass es Konzentrationsprobleme, Lernschwierigkeiten hat, dass eventuell auch beim einen Elternteil so erzählt und beim anderen Elternteil so erzählt, weil sie eben diesen Konflikt in sich trägt. Das kann sein, dass sie gar nichts erzählt. Ja, weder dort noch da. Weil Kinder auch, also man muss sich ja vorstellen, Kinder können die Eltern ja lesen. Ja, also die wissen ja genau, die sind in Verbindung, sind praktisch aufgewachsen und reagieren auf alles, was die Eltern, die müssen das gar nicht sagen. Es reicht der Blick, es reicht der Schnaufer, es reicht der Geste, damit das Kind weiß, da bin ich jetzt richtig oder da muss ich jetzt aufpassen. Manche halten sich so zurück oder versuchen, das zu umschiffen, sage ich jetzt einmal, indem sie weder dort noch da etwas erzählen, weil sie einfach merken, wann jetzt gesetzt im Fall, das Kind ist, kommt vom Vater und die haben da irgendwie ein feines Wochenende gehabt und es war lustig und es hat einer Spaß gemacht und die Tochter vielleicht vom Bonusvater ist auch im gleichen Alter und alles ist super. Ja, und die kommt da super geladen mit toller Energie heim zur Mutter und die lebt aber vielleicht nur alleine und hat nur keinen Partner und kämpft mit ihrer Trennung vielleicht sogar noch, ja, dann wird es ganz schwierig. Helfen kann nur der das verstanden hat.
Also helfen kann nur der Elternteil, der das erkannt hat, dass das Kind diesen Konflikt hat und dem Kind das Gefühl gibt, dass es gut ist, so wie es ist. Also sie darf da mit der Mutter eine feine Zeit haben und da gibt es kein, man kann mit den Kindern ja reden. Also ich glaube, dass das ja grundsätzlich das Problem ist, dass wir glauben, wir können unsere Kinder mit diesen Dingen nicht konfrontieren, ja, mit den Themen auch nicht konfrontieren und versucht natürlich dann auf unterschiedliche, unterschwellige Art und Weise da was zu, herbeizuführen oder abzuwenden. Aber wann ein Elternteil das verstanden hat, dass das Kind da, und man kann grundsätzlich sagen, dass jedes Kind einen Konflikt hat, wichtig darüber reden, ins Gespräch gehen, sagen, dass das okay ist, wenn sie beim Papa oder bei der Mama ist, dass sie die Dinge äußern kann, dass sie mitgestalten kann in den Dingen, was man miteinander tut. Also altersgerecht ihr eine Verantwortung übergeben und zu sagen, du bist ein Teil dieser Familie und du darfst natürlich in deinem Rahmen die Familie, du darfst da mitgestalten. Du bist Mitglied dieser Familie. Und das macht was mit den Kindern. Wenn sie altersgemäß diese Verantwortung haben, dann können sie erwachsen. Und was mit Sicherheit der ganz der falsche Zugang ist, wenn man dann versucht, beim anderen umeinander zu schrauben. Weil der andere macht es ja so und was machen wir jetzt, damit es der andere besser macht? Das geht um Eigenverantwortung. Es ist unabhängig davon, wie die Rahmenbedingungen im Außen sind, wie die auch reagieren, wenn man selbst in die Verantwortung geht und sagt, okay, ich schaue mir das jetzt an für mich, ja, dann hat das Kind schon 50%, was sie nicht tragen muss. Das ist logisch, ja. Und was natürlich in weiterer Folge schon noch passiert, wenn ein Elternteil über den anderen schimpft, dann ist es praktisch für das Kind, wie wenn es selber entwertet wird. Weil es ein Teil der Mutter ist und ein Teil des Vaters. Und sobald ich kein gutes Haar mehr an dem anderen Elternteil lasse, dann ist es praktisch eine Kritik an dem Kind. Also das heißt, auch wenn der Vater nicht gut ist oder die Mutter nicht gut ist, dann bin ich auch nicht gut. Und das ist eine Message, die, ich glaube, die hat eine Kraft. Die ist für Kinder sehr, sehr belastend und sehr, sehr schwierig. Ich gehe jetzt schon mal den nächsten Schritt, also oder ich gehe noch mal so phasenweise vor. Ich bin jetzt in der Phase, ich habe jetzt wieder wen kennengelernt nach der Trennung. Wie spreche ich das mit den Kindern an, beziehungsweise wann ist es denn, woran merke ich, dass es der Zeitpunkt ist, die einander vorzustellen? Am besten der richtige Zeitpunkt. Der richtige ist immer der optimale Zeitpunkt. Und auch in weiterer Folge, wenn man das möchte, zusammenzuziehen, was ja auch ein großer Schritt für die Kinder wahrscheinlich ist. Mhm. Ja, ist natürlich ein riesengroßer Schritt und das Zusammenziehen ist natürlich nur eine eigene Thematik. Wer zieht zu wem und was für Räumlichkeiten gibt es? Aber bleiben wir vielleicht jetzt einmal bei dem Schritt vorher. Wann ist der richtige, der optimale Zeitpunkt für ein Kind? Wahrscheinlich nie. Ja. Was man aber schon machen kann, ist im Vorfeld, also sind wir wieder bei der Paarbeziehung oder bei der neuen Liebesbeziehung. Es geht einmal darum, dass sie dieses Paar kennenlernt. Ja. Und wie zuerst schon gesagt hat, schaut, was sind die Vorstellungen und die Wünsche und wie können sie sich vorstellen? Können sie sich vorstellen, überhaupt gleich zusammenzuziehen oder ist das gar kein Thema? Es kann auch sein, dass es Paare gibt, die sagen, ja, wir lieben uns, ja, wir haben beide Kinder, wir wollen Zeit miteinander verbringen, aber ich möchte die eigene Wohnung oder das Haus oder das, was ich mir vorher geschaffen habe, nicht aufgeben. Das ist ganz sicher eine Variante und man besucht sie halt gegenseitig. Das ist eine Variante. Es gibt natürlich die andere, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt dort nur einmal Nägel mit Köpfen machen und schmeißen uns nur einmal rein in das Abenteuer Familie mit Zusammenleben. Dann geht es um, eigentlich braucht es viel Zeit.
Also es braucht viel Zeit, dass die Kinder sich auch mal an den neuen Partner des Elternteils gewohnt haben, vielleicht auch mal auf einem neutralen Ort sie treffen und kennenlernen und nicht erst, wenn er mit dem Koffer vor der Tür steht. Also ein ganz sanftes Hineinwachsen eigentlich in dieses neue System und auch viel drüber reden. Ja, also auch die Kinder fragen, ja, wie könnt sich ihr das vorstellen? Ja, oder was glaubt ihr, was gibt es da für Probleme? Also dieses Zuhören, damit kann ein Elternteil dann ganz gut schon herausfiltern oder herausspüren, wo die Ängste der Kinder liegen. Also ich glaube, dass das überhaupt eine sehr wichtige Information für Eltern ist, dass die Kinder ein Teil sind dieses Systems und dass sie natürlich auf gewisse Art und Weise auch mitgestalten sollen und ihre Gefühle äußern sollen. Ja, weil nur dadurch kann man natürlich dann auch zu einer feinen Lösung kommen. Die wird jetzt nicht vielleicht immer für jeden passen, aber wie es ja wie Firmen kommt, das ist ja nichts anderes. Ja? Also in diesem System, wenn jeder seine Stimme hat und sie jeder einbringen darf und gehört wird und mal loyal dem anderen gegenüber ist und auch Toleranz dem anderen gegenüber zeigt, also nicht nur zu erwarten, mir gegenüber muss jeder tolerant und loyal sein und wir bestimmen jetzt, wie es weitergeht, sondern das heißt im umgekehrten Fall auch. So dem Kind einen Rahmen oder einen Raum zu geben, wo es sie mitteilen kann, ohne dass es Angst haben muss, weil jetzt sie muss mit einer Konsequenz rechnen. Also dann zu erkennen, dass jeder eben unterschiedlich ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und immer aus der Elternebene auch immer wieder versuchen, die Perspektive zu wechseln. Wie geht's meinem Kind da? Wann ich das mache. Was habe ich für Möglichkeiten? Wie kann ich es mit einnehmen? Das hilft am Kind, weil dann kann sie mitgestalten und ist praktisch nicht abhängig oder ohnmächtig in ihrem Leben. Da lernt sie ja auch was. Also mit Konflikten umzugehen, schauen, was für Streitkultur gibt es in dieser Familie, wie darf ich meine Gefühle überhaupt äußern. Oder muss ich die eh mit mir alleine ausmachen und ich agiere es dann als Jugendlicher anders aus? Es muss auch in der Beziehung mit Kindern immer klare Regeln und ein klares Nein geben. Kinder brauchen ein klares Nein und ein klares Ja. Und ich glaube, so hilft man einem am meisten. Du arbeitest ja auch mit Jugendlichen, jetzt würde mich interessieren, man sagt ja jetzt nicht mehr so wie früher Stiefmutter und Stiefvater, sondern Bonusmutter und Bonusvater. Sehen die Kinder und Jugendlichen die neu hinzugekommenen Partner und Partnerinnen als Bonus oder anders gefragt, was muss denn passieren, damit es eine Chance hat, als Bonus betrachtet zu werden? Ich kann natürlich nur sagen, wie die Reaktionen der Jugendlichen sind, wenn wir gerade zu diesen Themen arbeiten. Also in den meisten Fällen kann ich sagen, sind die Rollen nicht sehr klar in den einzelnen Familien. Also da fängt es, glaube ich, überhaupt einmal an, wie wir jetzt schon im Einstieg gesagt haben, dass Jugendliche einfach zum Reagieren anfangen. Altersgemäß ist es natürlich, wenn ein Kind jünger ist, dann ist es einfacher, sie in dieses neue Familiensystem zu integrieren und sich auch heimisch zu fühlen. Bei den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die sind ja auch nur zusätzlich in der Ablösungsphase. Ja, also die sind ja eigentlich am Sprung aus dem Nest, sage ich jetzt einmal. Ja, und dann kam da jetzt nur wer dazu, der mitredet. Ja, also das ist doppelt schwierig, weil sie sich sowieso schon herauslösen wollen aus dem Systemen. Ich glaube, dass in den offenen Austausch gehen die einzige Möglichkeit ist, es anzusprechen, was gibt es für Konflikte, was gibt es für Möglichkeiten, wie geht man mit den Gefühlen um. Ja? Also was habe ich für Möglichkeit, wenn ich aggressiv bin einmal gegen jemanden in der Familie oder wenn ich eine Wut habe, ja? Was habe ich für Möglichkeiten, die ich selber mir schaffen kann und
reden. Es ist immer schwierig, weil wir wissen auch, dass es oft so ist, dass in den Familien die Gesprächskultur vielleicht nicht so optimale ist. Und wenn man das natürlich auch nicht lernt, dann ist es ja schwierig, das zu kommunizieren. Aber versuchen als Elternteil, wenn man da am Weg ist, das anzusprechen, auch wenn das Kind aber nicht reagiert, die hören das eh. Ja. Die hören das. Und die sind, also wenn wir dann in so offene Peers gehen und arbeiten zu diesem Thema, die verstehen das schon. So. Man darf das nicht unterschätzen. Wenn wir schon bei den verwickelten Paarbeziehungen sind, was ist denn mit den Ex-Partnern oder auch ganz generell mit so Einflüssen von außen? Also nicht nur jetzt von Ex-Partnern und Partnerinnen, sondern ich glaube, da gibt es ja ganz viele, die sich da oft einmischen wollen, jetzt auch Ex-Familienangehörige im weitesten Sinne, so die alten Netzwerke vielleicht sogar. Ja, natürlich herausfordernd, wenn dann so viel auf ein neues Paar praktisch von außen einwirkt. Also systemisch betrachtet geht es darum, schauen, dass der Beziehungsraum oder der neue Raum, in dem die Patchwork-Familie wächst, ich sage es jetzt ganz salopp, so dicht wie möglich zu halten. Und da meine ich jetzt damit, sich von den äußeren Einflüssen nicht so ganz beeindrucken zu lassen, wie das vielleicht oft der Fall ist. Ich glaube, das ist ganz, das knüpft auch an das an, was ich zuerst gesagt habe, dass die Paarbeziehung praktisch so der Juwel ist und auch die Priorität haben soll. Das heißt jetzt aber nicht, das darf man jetzt nicht verwechseln, dass die Kinder jetzt an zweiter Stelle stehen. Die Kinder sind das erste da gewesen. Und dann ist der Partner immer der Neue. Aber damit das System funktionieren kann, braucht es eine stabile Paarbeziehung. Weil wenn die nicht stabil ist, dann sind genau wie du sagst, diese Einflüsse, die von außen kommen, massiv. Ja? Weil die beuteln das ganze System durcheinander. Das braucht nur eine Meldung von vielleicht dem Ex-Partner sein oder den Großeltern oder vielleicht Freunden der Familie, das entzweit sich ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen. Also auch da gibt es dann neue Freundschaftskreise, vielleicht Paare, die sich dann auch entscheiden, gehe ich jetzt dort mit oder gehe ich da mit. Also das ist so vielschichtig, dass man, man sagt ja, dass in etwa eine Familie, bis sie sich zu einer neuen geformt hat, 5 Jahre vergangen. Also es ist so Zeit. Ich habe sogar schon 7 gehört, ja. Genau. Also individuell, wie schnell man ist wahrscheinlich. Ja. Tragische Zahl vielleicht, ja. Genau. Aber da braucht es schon wirklich ein Standing, ja, von dem Paar, zu sagen, wir gestalten unsere neue Familie so. Wir sind gerne bereit, dazu zu lernen und wir holen uns vielleicht auch die Dinge an, die uns wer zu sagen hat. Aber letztlich müssen uns wir zwar abstimmen. Und das ist wesentlich, ja, damit von außen es nicht so windig wird. Natürlich ist es so, dass Ex-Partner immer ein Teil, also sobald man Kinder hat, ist man praktisch verbunden. Ja, wenn ich keine Kinder habe, dann sage ich, okay, ich habe mit dir Zeit verbracht, ein Leben gehabt, habe vielleicht schöne Erinnerungen oder weniger schöne, aber und dann trennen sich unsere Wege. Aber sobald man gemeinsame Kinder hat, ist das natürlich auch eine Verbindung. Weil es wandert mit dem Kind natürlich ein Teil dieses Partners mit herein. Ja, das kann unterschiedlich spürbar sein. Und das zu verstehen, ja, dass das nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern dass da was mitkommt mit dem Kind, ja, was vielleicht den Partner irritiert oder nervt oder eh immer gestört hat, schon am Ex-Partner, das auseinander zu sortieren, ist die große Kunst. Und sobald die Ex-Partnerin oder Ex-Partner einer kommt in die neue Beziehung,
kann man schon fast davon ausgehen, dass die Beziehungsebene noch nicht sauber ist. Also da ist noch irgendwas, was wirkt. Und ich kann jetzt nicht einmal sagen, dass man das immer hinkriegt. Also es gibt manche Dinge, die kann man lösen in einer Minute, in einer Stunde, in einem Jahr. Manche sagen, brauchen 10 Jahre. Und bei manchen muss man einfach sagen, das ist jetzt so. Ich muss sie auch mit dem arrangieren lernen. Und versuchen, eigene Lösungen zu finden, wie kann ich damit gut umgehen. Weil sonst bin ich wieder am Schiff vom anderen. Und es geht darum, was kann ich selbstbestimmt dazu beitragen, damit ich als Person, ich in meiner Partnerschaft und ich in meiner Elternschaft gut sein kann. Diese Verantwortung abzugeben, ist ein Fehler. Es geht darum, die Verantwortung zu übernehmen für alles, was war. Für die Trennung, für die Beziehung, für die neue Beziehung, für die Kinder, das ist die Quintessenz eigentlich daraus. Sich das Leben selbst zu gestalten und Mitgestalter und Gestalterin zu sein für die Kinder. Aus deiner Praxiserfahrung heraus gibt es ein oder mehrere Knackpunkte, wo viele das Handtuch werfen und das Projekt Patchwork aufgeben. Gibt es da irgendwelche, weiß nicht, Warnsignale oder irgendetwas, was besonders häufig passiert? Antwort kann auch Nein sein, ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt wissen, ob es irgendwas oder eine Phase gibt, wo es besonders häufig passiert. Nachher stelle ich dir die umgekehrte Frage. Ja. Also ich würde die Frage jetzt so gar nicht stellen. Ich würde die Frage gar nicht stellen, weil ich mir die Frage auch nicht stellen würde, wenn ich in einer Kernfamilie bin. Also das Risiko oder die Chance, dass es funktioniert, ist der Weg. Ja? Zu sagen, da gibt es jetzt diesen Parameter oder diesen Parameter, den ich jetzt erfüllen muss und dann mache ich so und dann ist das alles gut. Ja? Ich glaube, das ist nicht der optimale Zugang zu dieser Thematik oder zu dieser Frage, sondern es geht um die Bereitschaft, sich auf etwas Neues mit einem neuen Menschen einzulassen, mit allem, was diese beiden Erwachsenen und auch die Kinder schon im Gepäck haben. Das mache ich ja bei einer Kernfamilie auch nicht. Ich gehe nicht in der Kernfamilie und sage, ja, was müssen wir jetzt tun, dass das funktioniert, sondern es geht darum, das ist der Weg. Der Weg ist das, es zu tun und zu schauen, wie kann ich gut in Konfliktsituationen oder wie kann ich stärker daraus hervorgehen? Was für einen Mehrgewinn habe ich als erwachsene Person? Es entwickelt sich natürlich jeder Erwachsene mit diesem Patchwork-System mit, aber auch jedes Kind oder jeder Jugendliche. Weil was schon der Vorteil ist, damit wir nicht immer nur von den Stolpersteinen reden, ein Riesenvorteil ist natürlich, wenn da im optimalsten Fall jeder Elternteil einen neuen Partner oder Partnerin hat, dass es ja einen Zugewinn auch gibt. Ja. Da gibt es vielleicht einen Bonuspapa, der EDV-Techniker ist und dem Kind irgendwie super helfen kann. Oder es gibt die Bonusmama, die da ganz tolle Sachen kochen kann, was das Kind macht oder im Garten was macht oder sonstiges. Also jetzt würde es keine tradierten Rollenbilder schaffen, aber... Kann ja auch umgekehrt sein. Oder kann auch umgekehrt sein. Genau. Also ich glaube, es gibt einen Mehrgewinn für Kinder, wenn man das auch selber sehen kann. Nicht als Konkurrenz. Jetzt hat der neue Partner einen neuen Partner. Jetzt schauen wir mal, wer besser ist, ja, oder wer es besser kann. Oder wer die bessere Mutter ist oder der bessere Vater ist, sondern dieses Feld aufzumachen und zu sagen, wow, mein Kind hat da jetzt einen Zugewinn an Qualitäten angekriegt, ja, und den kann das Kind jetzt nutzen. Und man selber ja auch, weil wenn ich weiß, dass die Bonusmutter gute Qualitäten hat mit den Kindern auch mit ein bisschen am Abstand über Jugendthemen zu sprechen, wie es bei uns zum Beispiel ist. Ja. Also da kommen die Kinder dann eher zu mir. Ja. Wir reden dann halt über Themen, die Heranwachsende beschäftigt. Dann sitzen da beieinander und
Das ist fein, das schätzen die natürlich auch. Ja, und ich habe natürlich eine andere Rolle in diesem System. Ja. Also ich muss jetzt nicht die Erzieherin sein und die dann nachsagt oder die böse ist, das sollten die Eltern sein. Die sollten Stopp sagen, die sollten nachsagen. Weil was passiert, wenn jetzt Mutter einen neuen Partner kennenlernt und der Jugendliche kommt in ein Alter und macht halt nicht mehr ganz so, wie sie sich das vorstellt und sie kriegt das halt alleine nicht hin. Und dann passiert schon oft, dass sie sagt, jetzt habe ich einen neuen Partner, jetzt sagst du ja mal, wie das geht. Ja, und jetzt schimpfst du mal. No go. Ja, also die Bösen, sage ich jetzt einmal, das müssen die Eltern sein und nicht die Bonuseltern, weil das geht schief. Ganz sicher. Also es kann diese Erweiterung in der Familie um mehrere Personen kann sehr wohl ein Bonus sein und man muss ja auch nicht alle Rollen so benennen. Ja? Also die und was natürlich dazu kommt, haben wir auch schon besprochen, wenn es nur einen Elternteil gibt, der zur Verfügung steht, entweder weil er weiter weg lebt oder weil er vielleicht sogar Schicksal verstorben ist oder halt sich nicht so gut um dieses Kind kümmert oder andere Gründe, dann gibt es mit diesem Bonus-Elternteil auch eine Rolle, die besetzt wird, nämlich die Rolle des Männlichen vielleicht, ja, die ist natürlich eine Vorbildfunktion sein kann für ein Kind, ja, wenn es da keine Vaterrolle gibt oder keine Mutterrolle. Ja. Also alleine, dass diese Rolle besetzt ist durch jemanden, das heißt jetzt nicht, dass er alle Aufgaben erfüllen sollte, ja, aber es gibt eine Vorbildfunktion, eine männliche oder eine weibliche. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Auch das kann toll sein für ein Kind. Wenn man nie einen Papa gehabt hat oder nie eine Mama gehabt hat und dann gibt es da auf einmal jemanden, der diese Rolle verkörpert, dann ist das ein Zugewinn. Petra, du hast Karten entwickelt, speziell für Patchwork-Familien. Kannst du uns das noch zeigen oder auch erklären, worum es da genau geht? Gerne. Also das ist so unser Patchwork-Baby unserer Familie. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob man es kurz sieht, das ist wahrscheinlich zu viel Lichter jetzt, gell? Aber sie werden dann wahrscheinlich eh noch vernetzt werden. Wir werden es verlinken, genau. Auch für die jetzt nur zuhören im Podcast, genau. Da sagen wir jetzt nichts, man also kann sich es auch online anschauen. Genau, es geht im Grunde darum, diese Impulskarten, sage ich mal, ist für Erwachsene entwickelt worden. Ich habe ganz am Anfang überlegt, ob ich es für die ganze Familie machen mag. Ich habe mir aber dann entschieden, das erste Mal nur für Erwachsene, weil es eben genau diese Ebene ist, die einmal wichtig ist, die wirklich stehen soll. Die Impulskarten heißen Happy Patchwork und es ist im Grunde eine Sammlung von Fragen, oder auch Aussagen, die im Laufe meiner Jahre natürlich auch, weil ich selber in einer Patchwork-Familie lebe, aber natürlich auch in Beschäftigung mit den Themen im beruflichen Kontext entstanden sind. Es gibt zwei Kategorien, und zwar die eine Kategorie heißt ins Gespräch kommen, also ich und du ins Gespräch kommen. Und die zweite Kategorie heißt wir, die Kinder und die anderen. Also eigentlich auch, was wir heute schon ein bisschen besprochen haben. Und daraus gibt es Fragen zu einzelnen Themen. Und es gibt Kategorien, das sind 37 Impulskarten insgesamt. Und es gibt Themen zu Zeitfaktor, also was hat Zeit für einen Faktor oder zum Beispiel Loyalität, wie wichtig ist Loyalität und wie kann ich das auch ins Leben integrieren. Zum Thema Konflikte natürlich, was gibt es für Konfliktpotenzial, auch zum Thema Liebe, Beziehung und Selbstliebe, ja, also wie wichtig ist es auch, dass ich gut auf mich selber achten kann, damit ich Ressource sein kann für die Familie, weil wenn ich mich selbst aufgebe, kann ich keine Ressource sein. Dann geht es natürlich auch ums Zusammenleben, logischerweise, wie kann Zusammenleben ausschauen, wie kann man das Feld aufbereiten, dass das gut funktioniert, ja, oder dass man vielleicht nicht gleich in das erste Fettnäpfchen steigt. Es geht auch um Freizeit, wie kann Freizeitgestaltung ausschauen, wie schaut es aus mit dem Thema Urlaub, ja, Riesenthema in Patchwork-Familien, so nach dem Motto, wir können nicht alle gleichzeitig in der Sonne sitzen, also irgendwie müssen wir schauen, dass wir eine Lösung finden, was für uns alle passt.
Aber auch zum Thema Kennenlernen natürlich, Kennenlernen in Bezug auf sich selbst, aber auch auf die Partnerschaft und auch auf die Kinder. Also das ist so, das sind so ganz grob, sage ich jetzt einmal, die Inhalte. Und Inspiration ist natürlich ja, aus Beruf und Privaten. Genau. Wie verwende ich die? Oder was würdest du, was gibt es für Möglichkeiten? Also es gibt mehrere Möglichkeiten natürlich, habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil ich ja auch Seminare und Workshops gebe. Also man kann sie durchaus auch als Moderationskarten nehmen oder Einleitung für das Thema in Schule oder Jugendarbeit oder auch Elternabende. Ja, also zu sagen, okay, wir wissen, ganz viele Familien sind gepatchworked und eine Einleitung im Elternabend könnte eine Frage sein zum Beispiel. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Natürlich auch in erster Linie eigentlich für das Paar selber. Ja, also in den Austausch zu gehen miteinander und auch mit dem Fokus, also ich ziehe eine Frage, ich lese die Frage vor und ich beantworte die Frage. Und bei manchen Karten ist es so, dass ich dort stehen habe, also beide sollen antworten. Das heißt, jeder hört dem anderen auch zu, weil es auch wichtig ist natürlich, das selber zu praktizieren, ja, weil ich kann nicht was erwarten von meinen Kindern, was ich selber nicht praktizieren kann. Also man ist schon gefordert, auch selber nachzudenken. Aha, wie läuft denn das bei uns eigentlich? Wie ist denn unsere Kommunikation? Oder wie viel Freiraum habe ich denn für mich selber? Ja, also kann ich mal in diesem neuen System überhaupt Freiraum schaffen für mich selbst? Da habe ich einen Rückzugsraum in meinem neuen Zuhause vielleicht sogar. Also da sind schon ganz viele Anregungen drinnen, über die man nachdenken kann und wo es vielleicht Impulse gibt, sage ich mal, was Neues zu integrieren. Das geht ab der frühesten Phase des Zusammenfindens. Das geht sogar schon Geht ab der immer. Phase, bevor du in einer Oh ja, Patchwork Lärm. ist, genau. Also es geht auch, wir haben es schon mit Freunden gemeinsam gespielt, also mit einem Paar, die ebenfalls in einer Patchwork-Familie sind. Auch das ist super spannend, ja, weil man einfach verschiedene Möglichkeiten eröffnet. Ja, also man hat nicht nur die eigene Sichtweise auf die Dinge und auch nicht nur die des Partners, weil das ist ja auch oft einmal gar nicht so einfach, ja, also das von einem Partner so annehmen zu können, wie vielleicht von einem anderen Paar. Aha, die sehen das auch so. Also da ist ganz viel Möglichkeit drinnen, mit diesen Karten zu arbeiten. Und sie sind sehr fein und ich habe recht erfreut, dass die es gibt. Das war praktisch so mein Corona-Baby. Genau. Danke ich dir fürs Herzeigen deines Gerne. Corona-Babys Gerne. und all die wichtigen Dinge, die du gesagt hast. Und ja, kann eigentlich nur allen, die dazugehört haben, das wünschen, wie dein Kartenset heißt. Happy Patchwork. Happy Patchwork, genau. Und danke dir. Dankeschön.